Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Horror-Let's Play. Wir spielen heute Paranormal VHS. Paranormale VHS. Ich hab's vor, ich glaube, 2 Wochen oder so mir runtergeladen und habe aber schon wieder vergessen, worum es geht. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal. Das bin ich übrigens noch nicht. Das macht er von alleine. Ich bin seit Jahren an verschiedenen Orten auf der Suche nach paranormalen Aktivitäten. Aber ich habe nie welche aufgezeichnet, was mich dazu brachte, an ihrer Existenz zu zweifeln. Im heutigen Vlog werden wir eine Nacht im Crimson Hill Hospital verbringen, wo Gerüchten zufolge aus unbekannten Gründen grausame Experimente an den Patienten durchgeführt wurden. Das Krankenhaus wurde auf mysteriöse Weise verlassen und gilt nun als Heimsuch. Die Polizei hat den Zutritt untersagt, bis sie ihre eigenen Ermittlungen abgeschlossen hat. Ich bin James von Paranormal VHS-Kanal, nur mit meiner VHS-Kamera ausgestattet, mit der ich das Paranormale einfangen kann, und wir fangen gleich an. Dann fangen wir mal gleich an. Was muss ich drücken? Okay. Ist mir ein bisschen zu nah dran. Okay, ist in meiner eigenen Stadt. Das fängt ja schon echt gut an. Das ist mein Auto bestimmt, ne? Ja, das sieht fast aus wie meins. Nur meins ist nicht rot. Aber genauso dreckig. Kann ich springen? Nein. Okay, meins ist nicht ganz so mega praktisch. Wo ist denn das Hospital? Dort? Kann ich rennen? Ja. Was ist das? Ich kann nicht rennen. Ich kann nicht crouchen. Achso, mein PNG-Tuber verdeckt unten nur das Datum. Da steht 19.01.24. Ha! Jetzt wisst ihr, wann ich es aufgenommen habe. Aber warum sollte ich 2024 mit einer VHS-Kamera rumlaufen? Zoom, okay. Weiß nicht, ob ich das überhaupt möchte. So, ein kleines Krankenhaus. Ich kann nicht rennen, das heißt aber auch, dass ich nicht wegrennen kann, oder? Diese Optik ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Oh, schöne Innenwandmalerei. Der Haupteingang ist versperrt. Ich würde gerne rennen, aber gut. Da haben sie nun mal einen Seiteneingang. Okay, ich fange schon an, mir Sachen einzubilden. Das hat noch nicht mal angefangen. Geht so lang. Okay, da ist der Zaun. Ziel ansehen. Zielsetzung: Finden Sie einen Weg, um in das Krankenhaus zu gelangen. Ja, und das wäre. Hup. Okay. Ich habe es nicht wirklich gesehen, ich habe es einfach gemacht. Ist ja wenigstens mal ein bisschen Kunst, dass er diese
Ganze Hexig verstehe ich aber auch nicht. Ne? Ja, so ganz ehrlich, ja, da scheint man reinzukommen, aber wenn man doch das sieht, ne? Wieso glaubt man, das ist eine gute Idee? Achso. Ich dachte, das wäre eine Szene, ich musste nur die Kamera anmachen. Oh Gott, nein. Ich habe schon wieder das Bedürfnis, das Spiel einfach zu beenden. Oh. Wie laut ist es auf meinem Ohr? Eigentlich von der Prozentzahl her gering, aber es scheint trotzdem laut. Also hier könnt ihr mal wieder einer sauer machen, ne? Kann ich die Toilette benutzen? Schade. Oh. Der ist aber nicht so gut gepflegt. Ich weiß ja nicht, ob Ranzoomen was bringt, wenn die Auflösung eh so pixelig ist. Kann man? Ich muss mal ganz kurz einmal schauen. Grafik. Uiuiui. War das irgendwie... Warte mal. Das machen wir mal aus. Screen Space Reflection. Ich weiß nicht, was das heißt. Ja. Na, ich dachte, vielleicht kann man den Filter irgendwie ausmachen. Ich renne, ich kann nicht springen. Das heißt, ich muss hier ganz langsam durchlaufen. Na, ganz so. Es ist alles sehr dreckig und schon lange gesperrt, aber dieses Blut sieht nicht getrocknet aus. Ich sollte mir ein Zimmer suchen und bis zur Hexenstunde warten. Wie gestört bist denn du? Welcher Mensch macht denn das freiwillig? Also so viel könntest du mir gar nicht zahlen, dass ich das mache. Also wirklich nicht. Ich gehe ja noch nicht mal gerne in Krankenhäuser, die ganz normal im Betrieb sind. Am helllichten Tag. Passe ich hier durch? Nein, da ist eine Box. Und im Krankenhaus im Dunkeln, so, toll, 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 ich lag noch nie über Nacht im Krankenhaus, aber ich würde mein Zimmer niemals verlassen. Boah, es ist nur eine Tür. Okay. Ich habe jetzt schon, also, es ist noch überhaupt nichts. Das war vorhin nicht. Es ist noch überhaupt nichts passiert. Ich habe jetzt schon Paranoia. Wieso kann ich zoomen? Oh. Ich sollte mir ein Zimmer suchen. Wieso? In dieser Hexenstunde ist es doch schon dunkel. Ja, das wird mein Zimmer sein. Ja, willst du da? Ja, natürlich willst du da reingehen. Was blinkt denn hier? Boah, ich bereue es jetzt schon. Wieso tue ich das? Ich weiß, ich sage es so gut wie jedes Mal. Wieso tue ich das? Vielleicht sollte ich als nächstes einfach mal zum Erholen so ein kleines Happy Sunshine Spiel spielen. Okay, das ist wohl das Licht und das ist, ach, der Grund, dass ich da nicht hingelatscht bin. Exit? Der Exit geleuchtet?
Daten sein? Ich finde, das ist ein sehr bedenkliches Krankenhaus, wenn hier öffentlich überall Pillen rumliegen. Sehr sauber. Heizungen wollte ich sagen. Ich war übrigens heute beim Arzt. Also im Unilife. Aber so einen kleinen Gesundheitscheck machen. Und der hat gesagt, mein Blutdruck ist okay. Und alle anderen Werte übrigens auch. Will ich mehr sein? Aber ich glaube, jetzt wäre mein Blutdruck nicht so okay. Ja, dann... Hat er vorhin gesagt, er will sich ein Zimmer suchen oder er will die Zimmer durchsuchen? Bis zur Geisterstunde. Jetzt bin ich mir unschlüssig. Aber ich habe fast den Jumpscare wieder verpasst, ne? Hier drin drauf gehen in dem Spiel. Was? Wieso? Wieso will ich ein Regal verschieben? Wie kommt man auf diese Idee? Ja, nee, ist klar. Schöne Bilder gemalt haben. Aprilwäsche. Kann ich nicht so gut lesen. Nee. Aprilwäsche. Das Gleiche. Ja, immer die gleichen Zeichnungen. Okay, wir laufen quasi im Kreis. Kennt ihr das, wenn man konzentriert ist und immer näher an den Bildschirm geht, weil man alles sehen will? Ich hänge schon wieder sehr nah dran und ich gehe mal wieder zurück, bevor ich wieder einen halben Herzinfarkt kriege. Fahrstuhl. Zimmer. Zum Öffnen dieser Tür ist ein Schlüssel erforderlich und der wird natürlich irgendwo rumliegen. Weil die das Krankenhaus einfach verlassen haben und alles haben offen zugänglich haben liegen lassen. Das war, glaube ich, kein deutscher Satz. Jetzt bin ich hier mit der Maus an meinen Kugelschreiber gestoßen und habe mich erschrocken. Heute bin ich aber nicht so gut drauf, glaube ich. Ich habe ja auch schon fast meinen zweiten Kaffee leer. Guten Tag, willkommen im, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, Krankenhaus. Wir suchen einen Schlüssel. Wenn Sie ein Schlüssel wären, wo wären Sie dann? Oh, okay. Ja, diese blutigen Hände, die zeigen bestimmt, wie gut alles ist. Möchtest du dann nichts zu sagen? Findest du es nicht irgendwie ein kleines Stückchen beunruhigend? In Deutschland wäre es nicht möglich, da wird doch alles geräumt. Hoffe ich, denke ich, gehe davon aus, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja, okay. Da, 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 da. Entschuldigung für den Ohrwurm.
Er wollte sich doch ein Zimmer. Wollen wir uns ein Zimmer suchen? Koch, warum Flur schlafen, weil es so schön ist? Wann ist denn Geisterstunde? Wie spät ist es denn? Dieser Raum ist ideal zum Warten. Oh Gott, er wollte sich wirklich ein Zimmer suchen. I can use... Oh, jetzt sprechen wir noch Englisch. I can use the candles from the box. Er will die Kerzen hier. Also. Okay. Alter. Das ist doch nicht dein... Ja, gut. Gut, gut. Klick. Okay, klick. Ja, sicher. Brennt bestimmt nicht. Lass uns im Bett warten. Schon Kaffee, weil ich ja noch nicht wach genug bin. Mein Blutdruck ist ja okay. Dann geht das ja. Wieso mussten wir denn bis zur Hexenstunde warten? Das hat doch vorhin schon angefangen. Wir hätten noch einfach weitermachen können. Dann wären wir jetzt auch bei der Hexenstunde. Und könnten dann... Was geht? Okay. Ich kann aber noch nicht rein, noch nicht springen. Was soll ich tun? Warte mal, Tab. Also, ja. Hier vorhin drin? Die war doch zu, oder? Nee, hier war ich drin. Kann man hier durch das Fenster auch komische Sachen sehen? Aber der Raum war doch nicht auf, oder? Aber doch, da muss er hergekommen sein. Ist es richtig, was ich hier tue? Da hinten ging es nicht weiter, ne? Jemand hat die Tür verbarrikadiert. Ja, fein. Deswegen sollte man niemals alleine so einen Scheiß machen. Also eigentlich sollte man so einen Scheiß gar nicht machen. Finde ich. Also nur rein sicherheitshalber. Jetzt muss ich nochmal alles nachgucken. Weil, schlimmer als so paranormales Zeug, fände ich halt einfach Menschen, die Menschen, die sich hier mit drin aufhalten könnten. Und man ja nicht weiß, wie gefährlich diese Menschen sein könnten. Was sie halt für Intentionen haben. Ne, ich bin noch nichts. Ja, jetzt gehen mir langsam die Ideen aus. Was war das gerade? Blau? Was? Das Gespenster muss weg. Wer hat das getan? War ich das? Meine Fuß, meine Schritte. Oh nein.
Oh, da hat jemand romantisch Kerzen angemacht und im Dreieck arrangiert. Und ein Liebesbrief in die Mitte gelegt. Das ist ja nett. Was? Was? Der Auserwählte? Ich bin der Aus schon wieder. Nee, da ging's runter, ne? Ist irgendwo was aufgegangen. Oder bin ich der Auserwählte? Ah, jetzt habe ich hier rein. Ich habe mich nicht erschreckt. Ich wollte hier doch gar nicht rein. Ich habe ja schon Zauberei geklotzt. Oh, hier geht's um die Ecke. Ist das ein Gebäudegrundriss? Ich hänge schon wieder so da vom Monitor. Das ist unfassbar. Ich will das nicht. Ist hier ein bisschen Wasser drin. Ich habe trockenen Mund, weil so aufregend. Ist der Protagonist aber auch nicht in Panik geredet? Sagt, oh ja, ich bin hier eingeschlossen. Ja, lass mal warten bis zur Geisterstunde. Hexenstunde, warum eine Hexenstunde? Hör einfach mal was einwerfen, was ihr wiegt. Nicht so nah am Monitor. Was hat denn hier geklebt? Kein Gebäudegrundriss. Sonic? Ab Panther Sonic? Oh. Ja, sicher. Wir verschieben wieder den Schrank. Gut. Wir haben Kraft, um Schränke zu verschieben. Passiert doch jetzt wieder was, wenn ich um diese Ecke gehe. Infusion. Entschuldigung, Tür. Danke. Das ist schon wieder viel zu lange her. Das ist ein Jumpscare. Jumpscare. Er verpufft doch jetzt, ne? Ja, aber es war ein bisschen heller. Jetzt kommt doch noch einer nachgelegt, oder? Sie mich abholen? Darf ich mitfahren? Nein. Okay.
Was genau suchen wir hier nochmal? Einfach nur, um die ganzen Ereignisse hier zu filmen, ne? Warum steht oben links eigentlich Play und nicht Record? Weil das wahrscheinlich gerade irgendeiner sich anschaut, ne? Na, kommt einer an die Scheibe oder so? Zum Öffnen dieser Tür ist ein Schlüssel erforderlich. Kein Problem. Den finden wir sicherlich. Waiting for you. Ach, hallo Schatz, hast du dich schon eingekuschelt? Beunruhigt ihn nicht. Klingt das so etwas? Ja gut. Gucken wir nicht runter. Kein Ding, muss auch nicht. Einen Schlüssel? Entschuldigung, haben Sie einen Schlüssel gesehen? Müsste der nicht irgendwo hier dann sein? Löst er sich auch nur nicht richtig auf, weil ich eine Einstellung nicht richtig habe? Ist das ein Handspitzer? Ja gut, schon. Gehen wir halt wieder. Die Reinigung ist auf den Schlüssel. Ist das richtig, was ich hier tue? Also wenn jetzt hier nochmal ein Jumpscare kommt, dann weiß ich, dass ich richtig bin. Du wirklich richtig gehst. Verstehst du? Das Licht angeht. Oh Gott, ich habe mich vor der Zoom-Funktion selber erschrocken. Zurück. Babybett, okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht richtig ist, weil ich so weit zurück musste. Hier vielleicht? Hier vorhin schon was finden können? Da gibt es auch schon wieder so ein Handspitzer. Okay. Oh, hab ich.
ich hier vorhin reingeschaut, wie das überhaupt das geht. Da geht es denn mal und mal wieder nicht. Ich glaube, ich gehe wieder zurück, oder? Mein Raum, ne? War es nicht mein Räumchen hier? Ich gehe wieder zurück. Ich war wahrscheinlich nur zu doof, um den Schlüssel zu finden. Schnarch! Geh doch mal ein bisschen schneller, bitte. Nein. Schon wieder dieses dumme Ding. So, kann ich einmal einen Schluck Kaffee trinken beim Laufen? Sehe hier jetzt keinen Schlüssel. Das geht nicht auf. Kein Schlüssel. Den da mal mitnehmen? Bitte? Einfach nur, weil ich mich dann sicherer fühlen würde.